Hey, heute zeige ich dir, wie ich eine Smoothie Bowl mache. Eine Smoothie Bowl ist ein Smoothie, der super cremig ist. Oh, das Besondere ist halt daran, dass halt oben drüber ein Topping ist. Das Topping wird bei mir aus Kokosflocken, Leinsamen, Schokolade, also gemixte Schokolade und Cashewkernen bestehen. Und da sage ich mal, bis gleich nach dem Titel erscheinen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück. Und ich mache heute eine Smoothie Bowl, wie ich jetzt eben schon gesagt habe. Die besteht aus halbgefrorenen Bananen. Ich hoffe, das packt mein Mixer. Dann haben wir eine Kiwi. Machen wir dazu auch noch, also die Hälfte davon machen wir mixig, also tun wir da rein, mixen wir und dann das gehört das so Smoothie Bowl dazu. Die andere Hälfte mixen wir nochmal und die tun wir dann drauf oder lassen wir ganz und tun das als Topping da drauf. Und hiervon ebenfalls die Hälfte tun wir auch in Smoothie Bowl rein. Und die andere Hälfte machen wir Topping da drüber. Langsam auch die Hälfte, machen wir halt mixen wir dazu. Und ja, das ist halt dann auch das Topping, die Hälfte davon. So, das ist Samstag heute und kurz nach 10, 10:15 so ungefähr. Und dann wollen wir anfangen, die Zutaten zu mixen. Das erste machen wir die Banane rein. Gibt ja auch, dass der Mixer das packt. Dann als nächstes die Hälfte der Cashewkerne. Die Hälfte jetzt. Und halt die Hälfte Kokosflocken und dann halt die Leinsamen auch für die Hälfte. Schokolade, die machen wir nicht, die kommt ja aus Topping darüber. Nehmen wir jetzt mal hier die Kiwi. Löffel. So, dann bin ich jetzt da. Hälfte halt oder Vierteln. Jetzt noch mal die Milch dazu.
Leute, sollte okay genug sein. Ist egal, dass wir noch Bananenstücke drin haben, müssen wir jetzt nochmal, muss ich irgendwo noch wechseln. Jetzt muss ich nochmal wechseln. In meine schöne Schüssel, die habe ich, also Schüssel habe ich von Phantasialand richtig mal geholt als Souvenir und dann schüttel das mal schön hier rein. Wie ihr sehen könnt, ist das sehr, sieht die Konsistenz sehr gut aus. Und dann tun wir jetzt mal das Topping da drauf. Als erstes die Cashewkerne. Ich meine Unprofessionalität. Bin ich perfekt. Ist mein erstes Smoothie-Bone heute überhaupt. Also jetzt machen wir die Kokosflocken. Und dann jetzt noch diese Leinsamen dazu, die kommen über. Und jetzt die Schokolade. So Leute, das ist der Gaseball. Und wie ihr sehen könnt, sieht das auch schon ganz ordentlich aus, oder? Was meint ihr? Sehr lecker, die Cashewkerne vor allem. Ja, sag ich mal, falls euch der. So, falls ich das Video gefallen hat, Daumen hoch, falls ich da runter. Und könnt auch gerne Kommentare lassen, auch Abo da lassen. Falls ihr mich unterstützen wollt für einen neuen Mixer, weil ich brauche ja einen neuen Mixer, weil der ist etwas alter, ist etwas schwach.
bin nicht mehr 20.000 Umdrehungen. Und ja, mit dem Mixer kann ich auch dann bessere Smoothies machen. Da sage ich mal, bis zum nächsten Mal und kann auch gerne den Smoothie Bowl nachmachen. Kann auch die anderen Zutaten nehmen, je nachdem, was ihr mögt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.